einen schweren Gang. Wir verfassen es kurz. Das ist sehr wahrscheinlich eins der wichtigsten Videos für alle Imker und Bienenbesitzer. Zumindest, ja, ich glaube für alle, aber zumindest sehr, sehr gut ist es für alle, die in Bayern wohnen. Mir ist da oben Erfolg eingegangen. Das habe ich ja schon gezeigt. Das hat auf eigenen Honig hätte es überwintern sollen. Ja, ich weiß es eigentlich besser, aber ich habe es trotzdem probiert, ich habe es riskiert. Hat bei mir hier in der Gegend noch nie funktioniert. Ja, jetzt ist das Bild wie immer, wenn ich es probiere. Ja, das Volk ist eingegangen, aber... Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir es raus, an was es wirklich gestorben ist, ohne Schätzen, ohne Raten und ohne Glaskugel. Aus dem Grund brauchen wir jetzt ein paar Kartons. Wir holen uns jetzt die Probe. Ich habe das Ganze schon mit zwei Leuten aus der Bienensachverständigenregion untersucht. Optische Prüfung im Prinzip, Durchsicht, eine per Video und eine per persönlicher, der war da bei mir. Haben uns das angeschaut, haben das zerpflückt, das Volk, haben das wirklich so ein bisschen geschaut, an was war es, was waren die Zusammenhänge, weil es ist meistens so, dass so ein Volk nicht an einer Sache stirbt. Meistens sind es mehrere Sachen, die einfach zusammentreffen und manche Sachen sind ein bisschen trügerisch. Und ja, wie das Volk dann exakt gestorben ist, da gehen wir jetzt nach und nach ein bisschen detektivisch ran. Jetzt heißt es erstmal fürs Labor startklar machen. Wie gesagt, das Video ist sehr, sehr wichtig. Das Ganze ist sogar kostenlos in Bayern. Ich zeige auch im Anschluss, wo kriegt man die Formulare her. Ich habe unten auch alles verlinkt in der Videobeschreibung. Ich zeige euch das, wo kann man sich die auf der Internetseite holen, die Formulare. Was braucht man genau dazu? Was muss man mit einschicken? Wo muss man es hinschicken? Also das zeige ich euch alles heute hier. Und der zweite Teil dieses Videos geht es dann darum, da werden wir mal drüber sprechen, wie sie sich dann jetzt entwickelt hat, das Volk, warum ist es wie gestorben. Also rein aus der optischen Prüfung her, wie war der Werdegang von so einem Volk, also wann ging es dahin und wieso, weshalb, warum. Versuchen wir mal so ein bisschen rekonstruieren mit dem Ganzen, was ich jetzt weiß von dem BSV-Mann und dann schauen wir mal. Ja. Ich glaube aber, ich lag schon gar nicht so weit weg von dem, was ich vermutet habe. Eins muss ich dementieren. Das war einfach, mein Gott, es ist nicht Schwarzsucht, habe ich gemeint, sondern eher Frühjahrsschwimmsucht. Ja. Frühjahrsschwimmsucht ist was anderes, ist aber ja genauso blöd. Führt zum selben Ergebnis. Ja. Jetzt gehen wir rauf, holen wir die Probe und dann muss ich nämlich das noch runtertragen. Beziehungsweise ich räume gleich mal oben ab. Ein Teil davon kann ich da reinstellen und die Waben, die ich einschmelze, muss ich mir runternehmen. Ja, gut, dann greift man es an. Und übrigens, wie man die Sachen dann so reinigt, dass man sie auch wieder hernehmen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man sich seine Völker ansteckt mit irgendwelchen Krankheiten, da kommt auch noch ein Video. Lecker mir, das ist schwer. Futter haben sie wirklich genug. Ich trage euch schon mal runter. Oh mein Gott. Und dann das, weil das machen wir unten, weil es fängt jetzt langsam das Regnen an. So, jetzt sind wir hier unten. Die Kiste habe ich runtergenommen und jetzt, da seht ihr mal, wie schnell das auch geht. Schaut mal, wie das Schimmeln beginnt. Also, was brauchen wir für unsere Probe? Wir brauchen irgendeinen Karton, irgendeine Schachtel, die auf jeden Fall nicht luftdicht ist. So, ich hätte mir, ja, wir holen uns die hier, also die, wo nicht so verschimmelt sind, die nehmen wir. Und die streue ich jetzt hier rein in den Eierkarton.
Weil da liegen sie ein bisschen lockerer. Ja. So. Circa 30, 40 Gramm brauchen sie Bienen. So, einmal. Ich habe hier noch eine zweite Schachtel. Also bitte kein Material, wo so verschimmelt ist. Ja. Das bringt denen für die Analyse nichts. Ja. Ihr habt es gesehen vom letzten Mal, zu dem Video, was ihr gesehen habt, zu diesem Video, sind jetzt genau ein Tag vergangen, also 24 Stunden. Und ich sehe es immer wieder oft, dass Imker, die merken, dass die Völker tot sind, dann verschließen sie die Fluglöcher und machen das irgendwann im Frühjahr. Bitte macht es nicht, egal aus welchem Grund. Solche Völker gehören sofort abgeräumt, die Sachen eingeschmolzen, wirklich gecleant. Da zieht der Maus irgendwas raus und ihr habt die Seuche überall, ihr steckt andere an, das muss nicht sein. Bitte immer gleich machen. Das reicht definitiv, also das reicht dicke, diese eine Probe. Ich werde das oben mit euch, das Merkblatt, definitiv nochmal zeigen, wo ich das her habe, wo man das findet und so weiter. Das schauen wir uns oben dann an. Wichtig ist, wie gesagt, da steht mindestens 30 Gramm Bienen. Das sind circa 300 Bienen, brauchen sie für die Untersuchung. Dann, wichtig ist, wenn ihr die einschickt, bitte nicht an einen Freitag oder an einen Donnerstag. Ist sehr schwierig, weil die Sachen dann sehr lange im Postweg unterwegs sind, weil die verschimmeln. Viel, viel besser ist es, und das wurde mir auch gesagt und steht auch da drin, ich kann sie jetzt zum Beispiel heute nicht mehr verschicken. Also ich könnte schon, aber dann sind die Feiertage auch noch, also ist ganz schlecht. Aus dem Grund werde ich das Ganze jetzt einfrieren. Diese zwei Eierkartons werde ich einfrieren, so wie sie sind. Ja, so. Ja, so. So werde ich die einfrieren. Da sind die Bienen jetzt schön drin, aber trotzdem ist es nicht luftdicht. Und der Eierkarton kann die überschüssige Feuchtigkeit ein bisschen aufnehmen, dass halt nicht schimmelt. Ja. Mit dem Karton dasselbe. Ich werde die beiden einfrieren und werde die Montag dann verschicken. Jetzt hätte ich gesagt, mache ich das noch schnell sauber. Also zumindest die toten Bienen hier weg, dass das grob mal gereinigt ist. Und das Genaue, da folgt ja ein Video. Und dann gehen wir rauf, hätte ich gesagt. Dann gehen wir gleich rauf. Weil das ist eigentlich schon das Schlimmste rum. So, jetzt sind wir hier im Studio. Und jetzt geht's weiter. Ich habe, wie gesagt, die Probe ist jetzt in der Schachtel und ist jetzt in der Gefriertruhe bei minus 20 Grad. Weil wenn ich sie jetzt wegschicke, ist die ewig in der Post unterwegs und bis die ankommt, ist die wahrscheinlich komplett verschimmelt. Ja, das wollen wir nicht. Aus dem Grund ist das jetzt alles eingefroren. Und dann schauen wir mal, Montag geht es auf die Reise. Und dann geht's weiter. Gleich mal vorneweg. Frage an euch. Dürft ihr gerne dann gleich sofort kommentieren, sonst vergesst ihr es wieder. Würde euch das vielleicht interessieren, weil ich habe ja da gestern mit der Stelle telefoniert. War ein super interessantes Telefonat. Ich habe gleich wieder was gelernt. Gut, man lernt nie aus, aber das sind halt wirklich Fachleute, die da dran sind. Und die Imkern zum Beispiel sogar selbst, ja, nur mal so nebenbei. Also sind jetzt, die machen nicht irgendwas, sondern die, wo eure Sachen untersuchen, das sind meistens selbst auch Imker. Aber anderes Thema. Es wäre unter Umständen vielleicht möglich, ich muss da mit dem Chef selbst noch telefonieren, aber vielleicht ist es möglich, dass ich da hinfahre persönlich und da vielleicht ein kleines Video drehe und euch das vielleicht mal so zeige, so ein bisschen hinter den Kulissen, wie wird sowas untersucht. Warum wird sowas untersucht und was wird alles untersucht und viel wichtiger, für mich immer sehr wichtig, was könnte man vielleicht selbst in seiner Imkerei umsetzen mit Hilfsmitteln oder was könnte ich euch zeigen mit so einem Mikroskop oder auch mit einem anderen Mikroskop, ob man zum Beispiel Nosema feststellen kann, ja, und das Ganze, ja. Ob euch das interessiert, weil dann werde ich mich da hinsetzen und würde sagen, komm. Und vielleicht finden wir da irgendeinen gemeinsamen Termin und ich kann da vielleicht hin und wir können da was filmen. Ja, es ist immer so ein bisschen, ja, da sitzen viele Leute da, die das zum Entscheiden haben. Das ist ja eine öffentliche Institution und das ist immer, das muss immer alles sehr gut abgesegnet sein.
wegen dem Film sagen, aber gut, das ist auch ein anderes Thema. So, wieso mache ich das Video allgemein? Weil ich finde, dass es verdammt wichtig ist, da ein bisschen aufzuklären. Ich war einer der Ersten, ja, obwohl es schon so lange YouTube, Facebook und sonstiges gibt, ich war komischerweise war ich einer der Ersten, der gesagt hat und gezeigt hat, wie schickt man eine Fallblutuntersuchung rein und das kostet nicht mal was. Ja, das ist kostenlos. Da war ich einer der Ersten, der gesagt hat, komm, ihr müsst es machen. Jetzt bin ich, weil jetzt habe ich den Fall für euch, jetzt zeige ich euch, dass das Gleiche auch mit eurem Völkern geht, wenn euch ein Volk eingeht. Ja, euer Stand, da sterben die Bienen, ihr könnt es euch nicht erklären, warum, dass die Bienen da einfach sterben. Dann sind genau diese Leute die richtigen Ansprechpartner. Und nicht YouTube und nicht Facebook. Was ich mache beim letzten Video, das ist einfach eine persönliche Einschätzung, eine Vermutung. Ja, das ist schwierig, ja. Das ist sehr schwierig. Ich habe jetzt mit Unterstützung haben wir das nochmal geschaut. Und ja, das ist mir ja gestern schon aufgefallen, nachdem ich das Video dann nochmal angeschaut habe, also von den Kommentaren her, denke mal, mein Gott, ich habe es aber jetzt mal einfach so stehen lassen. Ich vermute ja, meine Vermutung ist, dass es Nosema ist mit Frühjahrsschwimmsucht. Ja, das ist eine Ausdrucksart. Aber im Endeffekt werden wir jetzt mal warten, was das Labor sagt. Und wir werden das auch, ich werde auch darauf eingehen, werde ein Video machen, warum war da Drohnenbrut da? Also eine Hälfte war, mit, das kann ich schon mal wegnehmen, eine Hälfte vom Volk war Drohnenbrut, die andere Hälfte war ganz normale Brut. Wieso? Wie kann das so zustande kommen, dass das so ist? Ich persönlich, ich habe solche Fälle schon öfters bei mir in der Region gesehen, sehr, sehr oft sogar, also wenn Völker auf eigenen Honig so überwintern, sehe ich das sehr oft so in diesem Zusammenhang. Aus dem Grund habe ich das auch so dann vermutet, jetzt warten wir mal das Labor ab und dann sehen wir weiter. Ja? Weil, wieso soll man da jetzt groß diskutieren, wenn wir da Fachleute haben, die das machen. Ja? Und es kostet uns nur ein bisschen Arbeit. Mehr nicht. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, dahin. Ja. Wenn da ein Problem bei euch ist an den Tieren und das Wichtigste ist, da ihr geht hier auf Tiergattungen, dann seht ihr gleich, oh, die sind ja für viel mehr zuständig. Die haben für viel mehr Leute. Dann ruft es bitte da an. Die helfen euch so richtig. Ja. Und da wird nicht geschätzt. Nicht vermutet oder sonstiges. Und da wird auch nicht irgendwas so in den Raum gestellt, sondern da wird wirklich analytisch rangegangen. Ja. So wie ich es ja jetzt im Moment auch mache. Oder beziehungsweise prinzipiell mache. So, und ja, wie kommen wir jetzt an das Ganze? Ihr geht auf die Seite, ich habe die ja unten verlinkt, oder ihr tippt es euch selbst ein, TGD, also Tiergesundheitsdienst-bayern.de. Dann geht es hier auf Tiergattungen, ja, und dann geht es runter auf Schafe, nee, Schmarrn, auf Bienen, logischerweise. Ja. Wir haben Bienen. Dann hier, ihr seht ja, dann ist hier der Ansprechpartner für Bienen. Warte mal, Fische? Ah ne, die können wir jetzt nicht alle machen. Bienen, Ansprechpartner, und da seht ihr gleich, das ist der Dr. Andreas Schierling. Da ist auch eine Telefonnummer da, da kann man wirklich anrufen. Und wenn auch der Herr, und das war gestern so der Fall, der war gestern leider nicht im Hause, aber da ist in der Regel ist jemand da, der euch helfen kann. Ja. Die haben natürlich keinen Telefon-Hotline-Dienst. Aber durch das, dass die Imker die meisten gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt, ja, ruft da, glaube ich, gar nicht so oft jemand an. Ja, und deswegen kriegt man da auch extremst Top-Beratung. Also muss ich jetzt sagen. Also egal wann das war, jetzt, letztes Jahr, vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren. Es war bis jetzt, wenn ich Probleme hatte, wo ich nicht weiter wusste, ja, ich war ja bis dato in keinen Imkerverein oder so, habe ich immer da angerufen. Immer. Und mir wurde wirklich zu 100% immer geholfen. Ja, immer. Weil wenn auch diese Leute mir unter Umständen vielleicht nicht direkt helfen konnten, weil sie gesagt haben, ah, das machen wir nicht, aber die wussten immer jemanden, der mir helfen konnte. Und von dem her, ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen, wenn es Fachleute braucht, geht es ja dahin. Ja, und jedes Bundesland hat in der Regel sowas und sehr viele Bundesländer bieten das auch kostenlos an. Die Fallbrutuntersuchung, glaube ich, ist mittlerweile fast in ganz Deutschland kostenlos. Wenn dann, also es kostet die 10 Euro Ausstellungsgebühr, aber die Untersuchung ist kostenlos. So, und jetzt gehen wir Bienen.
Dann, wir gehen auf Fachbeiträge. Ne, da könnt ihr mal selber schauen, Fachbeiträge. Da sind auch ganz viele interessante Sachen dabei. Wir können mal kurz reinklicken, ja, dass ihr gleich seht, was euch erwartet. Jahresabschluss, Hitzestress, Honigbienen, Rückstandsbelastung, Wachsmangel, Wachsmanagement, ne Mangel bei Thymol und, ja. Aber da könnt ihr selber reinschauen, ja. Tiergattung, Bienen, Informationen, da logischerweise Standardinformationen, aber wir gehen jetzt auf Merkblätter. Wir brauchen Merkblätter. Als allererstes geht ihr auf Merkblätter zur Laboruntersuchung hier oben hin. Und dann brauchen wir auch, je nachdem was wollen wir untersuchen, wir wollen zur Untersuchung von Bienenparasitosen und Pilzinfektionen, Diagnosen, Nosema. Das ist genau das, was wir brauchen. Hier das obere. Ihr könnt natürlich auch unten Bienenvirosen. Aber ich brauche das hier. Dann steht da genau drin, was ihr zu tun habt und was nicht. Ja, da steht jetzt drin 30 Gramm Bienen, also ca. 300 Bienen. Keine lebenden Bienen. Da steht alles drin. Da steht auch drin, dass ihr das bitte nicht am Wochenende versenden sollt. Da steht alles drin, was ihr braucht. Varroa-Befall, wenn ihr machen wollt. Eine verdeckelte Brutwabe 15 auf 15 könnt ihr ausschneiden, ja, und dann mit einpacken in Zeitungspapier und schicken. Also es steht hier alles drauf, ja, alles was ihr braucht. Hier unten steht dann auch die Adresse, wo das Ganze hingeht, ganz wichtig, wo das Ganze hingeht, und dann habt ihr schon mal den schlimmsten Teil hinter euch. Und dann müsst ihr natürlich, und das ist ganz wichtig auch, das ist wirklich sehr sehr wichtig, wir müssen wieder zurück. Also ich zeige es nochmal von Anfang, weil ich weiß, das ist immer so ein Problem. Wir gehen auf Merkblätter. Dann sind wir hier. Und jetzt brauchen wir den Untersuchungsantrag, ja, zum Artikel. So, und jetzt wird es ein bisschen blöd. Ja, es ist, jetzt, wenn man da drauf geht, kommt man wieder auf die Hauptuntersuchungsseite. Das ist, ich glaube, falsch verlinkt. Ja. Weil wir sind ja eigentlich schon bei den Bienen gewesen. Und dann nicht hier suchen, hier oben bei allen und so, sondern geht's runter hier bei Bienen. Ja, und da klickt ihr drauf. Und dann werdet ihr feststellen, die haben ein neues Formular. Viele von euch werden das nicht bemerkt haben, weil viele von euch das wahrscheinlich noch nie eingesendet haben. Weder für Faulbrut noch für was anderes. Ja, ich kann es aber jedem nur empfehlen, wenn ihr so ein Problem habt oder allgemein die Faulbrutuntersuchung, macht es. Die ist wirklich wichtig. Ich finde es wichtig. Also ich persönlich finde es wichtig. Dann hier Auftraggeber, da schreibt ihr rein, wer ihr seid, Name und. Ja? Hier eure Betriebsnummer. So, jetzt ist die Frage, es gibt bestimmt da draußen viele von euch, die haben keine. Kleiner Tipp von mir. Kostet nichts. Ja? Kostet wirklich nichts. Ihr müsst nur eure Bienen anmelden und richtig, und dann kriegt ihr auch eine Betriebsnummer. Wenn ihr keine habt, ihr habt aber jetzt das Problem, dann kleiner Hinweis und Tipp von mir, ruft's da an. Ich glaube, da wird euch geholfen. Also ich glaube nicht, nach dem gestrigen Telefonat auch wieder, dass da in diesem Labor oder jemand ist, was sagt, komm, nee, dir helfen wir jetzt nicht. Die sagen euch dann, was zu tun ist und dass die euch auch helfen können. Ja, also ich bin mir sehr sicher, die helfen euch auch, weil die sind eigentlich... Immer wenn ich da jetzt bis jetzt ein Problem hatte und da angerufen habe oder geschrieben habe oder sonstiges, wurde mir zu 100% geholfen. Ja. Immer. Und die waren immer bedacht, dass mir so schnell wie möglich geholfen wird. Also da sind Leute drin, da geht richtig was. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei uns hier und da ganz speziell ist es wirklich top. Muss ich wirklich sagen, top. Ja. Und nein, ich kriege da kein Geld dafür. Nee, ist wirklich so. Dann hier kommt eure Telefonnummer rein und hier müsst ihr den Haken machen, ihr seid der Tierbesitzer. Ja? Wer halt das, den Befund macht, also das Zeug macht, der muss halt hier den Haken setzen. Ihr seid Auftraggeber, Tierbesitzer. Ja? Okay? Mehr müsst ihr gar nicht auffüllen. Dann werde ich das hier Datum natürlich noch und Unterschrift. Dieses Kästchen ist übrigens neu. Ja? Das wird wahrscheinlich alles so datenschutzmäßig sein. Und dann hier ist wichtig, da fragen viele, ja, was soll ich da eintragen? Ich habe keine Bezeichnung, ich habe keine Standnummer oder so. Die suchen dann in den Unterlagen, ob sie Standnummer. Nein, das ist eure Sache. Das ist Bezeichnung. Wenn jetzt euer Bienenvolk
Annemarie heißt, ja, dann schreibt es meinetwegen bei der Bezeichnung Annemarie rein. Ist völlig egal. Es geht nur darum, dass der Befund zugeordnet werden kann. Das heißt, ich habe den Befund für Annemarie. Ja, versteht ihr? Standnummer, wenn ihr natürlich 10, da schreibt ihr dann die Postleitzahl rein, wo die Annemarie steht. Ja, oder meinetwegen der Thomas oder der Bertha oder der Peter. Ja, schreibt ihr da rein. Ja, dann Volknummer. Wenn Annemarie ganz alleine an dem Stand steht, dann wird die Annemarie das Volk 1 sein. Ja, stehen sie da zu 10. Dann stellt sie euch hin, zählt sie durch. Ja, und die Nummer kriegt sie dann. Dann Datum der Probenentnahme und wer die Probe entnommen hat. Das seid ihr. Ja, da schreibt sie einfach das rein. Dann seid ihr eigentlich schon mit dem Schlimmsten durch. Dann geht sie herunter und dann schaut sie, was wollt ihr untersuchen lassen. Ja. Ihr müsst schauen, was gefördert wird, was ist kostenlos. Also ich kann euch sagen, an Bienen, Futtergranzprobe ist kostenlos. Also ihr müsst jetzt nicht da die Haken überall machen. Ich sage euch jetzt, was alles, ja, ist definitiv kostenlos. Aber jetzt in meinem Fall, das ist auch kostenlos, wird auch gefördert. Das ist Parasitenerregerbefall. Das hier ist kostenlos. Ich glaube, das hier oben, ich glaube, die sind ja alle kostenlos. Ja, da macht es halt den Haken, was ihr gerne untersuchen lassen wollt. Ich brauche hier Bienenschädlinge, kann ich rausnehmen. Also ich habe keine asiatischen Hornissen und auch keine Wachsmotten. Ja, das passt hier dann schon. Untersuchung Sporen auf Erreger der amerikanischen. Ja, das brauche ich nicht, weil ich habe ja keine Futtergranzprobe geschickt. Und hier, wenn ihr einen ganz speziellen Wunsch habt, könnt ihr da mal eintragen. Könnt ihr aber auch anrufen, wie viel das kostet. Was, aber ich glaube, da gibt es ein Leistungsverzeichnis, da steht es sogar. Aber ja, ich habe immer angerufen. Ja, ich gehe da den einfachen Weg. Ja, ich bin der Faule. Dann bei Sortenanalysen, wenn ihr wirklich eine Sorte analysieren lassen wollt, dann macht ihr hier die Haken rein, Wiese, wo das circa steht, weil ihr könnt hier oben auch Sortenbestimmung machen wollen, das kostet aber was. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, es geht ja heute um die tote Bienenvolk, nur dass ihr das mal gehört habt. Ja. Aber ihr macht da die Haken, füllt das aus und das war's. Ja. Und ich persönlich, ich drucke dieses Formular, drucke ich mir dreimal aus, ja. Wie ich es immer mache, dreimal. Dieses eine Formular 1 kommt in einen Briefumschlag in das Paket und 1 kommt auf das innere Paket drauf, in diesem Fall links und 1 rechts. Dass man immer, egal was man macht, weil nicht auf dem Deckel drauf, das steht ja auf der Beschreibung, weil wenn der Deckel runtergeschnitten wird oder so oder weggeschmissen, dann können sie es nicht mehr zuordnen. Aber das wird jetzt zum Beispiel, ich mache dieses Dokument auf meine Eierkartons drauf. Ja? Dass ihr wisst, die wissen genau, ach, das ist das. Das können wir zuordnen. Sind dann natürlich in dem Paket verschiedene Proben, dann müsst ihr verschieden beschriften. Aber lieber alles mehrfach, dass das immer zu, ihr müsst wissen, das muss zugeordnet werden. Und das muss für die Leute einfach sein. Jetzt stellt euch vor, ihr habt es irgendwo ganz klein drauf, der schneidet es weg und ja, wen gehört die Probe? Kein Mensch weiß das. Deswegen oft drauf. Ja, ja, dann sind wir eigentlich durch, hätte ich gesagt. Mehr müsst ihr nicht tun, schickt es ein, dauert in der Regel, kommt immer natürlich darauf an, wie viel da gerade los ist. Also meine Faulbrutuntersuchung dauert im Schnitt, muss ich sagen, bei uns hier, wenn ich da einsende, ja, 3 Wochen, 4 Wochen, also länger nicht. Also ich kenne da andere Stellen, da wo es dann wirklich Monate dauert, hatte ich noch nie. Also es dauerte immer so 3-4 Wochen, länger eigentlich nie. Kommt aber natürlich immer darauf an, wie viel wird gerade eingeschickt. Ich schicke es jetzt immer so im Frühjahr, also im zeitigen Frühjahr. Da geht meine Probe raus. Dann diese Untersuchungen dauern auch, also meine Erfahrung hier zeigt, zwischen einer und auch 4 Wochen, dass ihr das Ergebnis habt, an was das Volk gestorben ist. Also was die einschätzen, was die toten Bienen sprechen. Und ja, aber ich finde, es ist wichtig, ja. Es ist verdammt wichtig. Teilt das Video auch für die ganzen Bienenbesitzer und Imker. Da wird euch geholfen, ja. Und die wollen euch nicht irgendwie
ans Bein oder so. Die wollen euch nicht am Pranger stellen, sondern die wollen da wirklich das Ganze, ja, die wollen euch helfen, ja. Und wenn ihr wisst, an was so ein Volk gestorben ist, könnt ihr das auch besser eingrenzen, könnt ihr auch besser Gegenmaßnahmen ergreifen. Aber bitte verlasst euch nicht auf Schätzungen, also auf reine Schätzungen. Natürlich, es gibt Fälle, da kann man es ganz klar abschätzen, an was gestorben ist. Aber wie sowas, wenn da alles voll mit toten Bienen, also wenn das ganze Volk tot in der Kiste unten drin liegt, jetzt ist es auch noch relativ abschätzbar. Aber wenn das im Sommer passiert, schickt es ein. Das kann so viel sein, und das kann euch so viel Arbeit ersparen, wenn ihr wisst, an was es liegt. Ihr verbreitet keine wahllos Seuchen oder sonstiges. Muss einfach nicht sein. Das muss nicht sein. Ich kenne ein paar Imker mittlerweile, die sind schon so lange im Geschäft, die haben bis vor 2 Jahren, wenn ich es nicht darauf hingewiesen hätte, noch nie eine Fallbrutuntersuchung gemacht oder sonstiges. Die handeln mit Bienen, die kaufen Bienen, verkaufen Bienen, haben aber noch nie was von, also machen keine Fallbrutuntersuchung. Wie geht denn das? Ja, wie funktioniert? Aber ja, ihr wisst es selber, wie es ist, aber ja, jetzt machen wir Feierabend. Wie gesagt, haut in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr findet, sowas ist wichtig, teilt das Video. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Videos, die ich gemacht habe mit der Fallbrutuntersuchung, mit dem Ganzen, weil da wirklich geholfen wird. Nicht nur denjenigen, sondern allen geholfen wird. Ja, und jetzt Feierabend für mich, weil ich muss das Video noch schneiden. Und das soll heute noch online gehen. Also, bis gleich. Ciao.